Moin, ihr Sizzler da draußen. Heute gibt's ein gefülltes Nackensteak. Genau, und zwar mit Camembert und Preiselbeeren. Schmacko. Schmacko, Fatz. Das Rezept stammt von unserem Metzgermeister Carsten Scheller. Carsten, herzliche Grüße für dieses wirklich anzügliche Rezept, wie sie da herausgestellt hat. Achtung, Werbung, Fleischerei Scheller aus Empede, die wohl beste Fleischerei in Hannover. So sieht's aus. Also, viel Spaß im Video. Ich werde jetzt unsere Nackensteaks vorbereiten. Dazu haben wir sie hier schon. Die sind gut zwei Finger dick. zwei Finger dick und das ist auch der Unterschied. Also das kann man mit so ganz dünnen nicht machen. Die müssen ein bisschen dicker sein, denn da muss jetzt eine Tasche reingeschnitten werden. Dazu nehme ich das gute Stück und schneide wirklich eine Tasche rein. Also ich schneide es nicht auf, sondern eine Tasche. So, ein bisschen aufklappen, ein bisschen noch nachschneiden, so dass man da schön tief reinkommt, aber es wie gesagt nicht aufschneidet komplett. Zeig die Tasche mal bitte hier in die Kamera. Ich sage euch lieber nicht, wie das aussieht, was ich hier aufgeschnitten habe, aber es, so sieht's aus. Sieht doch gut aus. Ja, wirklich. Sieht wirklich gut aus. Ach so. Ich hab's verstanden. Gut, bitte schreibt in die Kommentare, nein, was wir uns wohl gerade gedacht haben. Nein. Jetzt habe ich hier Camembert und der wandert ins Fleisch. Zwei ordentliche Stücken. Damit hinterher richtig schön die Schlotze kommt. Genau. Oh Mann, Alter. Und... Es gibt so Videos, die kannst du vergessen. Wir haben nichts getrunken, falls gleich da Kommentare kommen. Ein aber bisschen Preiselbeeren. Die rote Färbung darf einfach nicht fehlen. Junge. Nein, jetzt mal ernsthaft hier. Wir sind hier jetzt ernsthaftes ernst. Unterhaltungs-YouTube-TV. Das ist hier Bildungsfernsehen, da muss man auch mal, da streicht man das ordentlich rein. So, ich zeig's euch nochmal. So sieht's aus. Und jetzt klapp ich die Tasche einfach zu. So, ein bisschen nachstopfen hier mit einer Seite mal raus, quillt auch nicht so schlimm. So. So sieht's gut aus. Schön gefülltes Nackensteak. So. Ne? Das mache ich jetzt erstmal ganz schnell mit anderen, dann geht's mit dem nächsten Schritt weiter. Kommen wir nun zu Schritt 2 unserer 2 Grazien. Jetzt werden sie von außen noch ein bisschen beölt. So, benetzt mit Olivenöl. Und das aus einem bestimmten Grund, damit nämlich der Rub gleich besser hält. Und wie könnte es anders sein? Wie immer, Hashtag Smoke kommt dran. Ihr könnt jeden anderen Rub nehmen, auf den ihr Bock habt. Gut, dass kaum Wind ist. Mit Hashtag Smoke schmeckt es halt geiler, ne? Muss man so sagen. Eben, soll ja auch schmecken, deswegen muss was Vernünftiges ran. So. Nee, hier ist einfach interessant, hier ist noch ein bisschen Knoblauchnote mit dran. Das ist einfach dieses Deftige zum Süßen nachher. Das kommt bestimmt ganz geil. Weißt du, was auch geil kommt? Wenn endlich dieses Wetter mal wieder gut wird und man auch mal unter normalen Umständen drehen kann. Ja, das stimmt. Gott, höre ich hier ein Mimimi bei mir. So. Jetzt fragen sich vielleicht einige, wollt ihr das gleich so angrillen? Ja, werden wir. Wir grillen es gleich auf dem Rogue und die Gewürze werden wir, also wir werden es nicht auf der Sizzlezone angrillen, aber es sagt euch Hannes da nochmal, sondern einfach nur ganz normal auf den Grillrosten, denn da ist die Hitze bei weitem nicht so stark wie auf einer Sizzlezone und die Gewürze werden auch nicht so hart verbrennen, im Idealfall so gut wie gar nicht. Sagen wir euch aber am Ende, ob es geklappt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es funktioniert. Gut. So, genug gesabbelt, ich möchte jetzt grillen. Wir grillen. Gegrillt wird heute wieder auf unserem Rogue 3. Wir müssen ihn ja nach wie vor testen, damit wir euch dann zeitnah auch mal ein ordentliches Review dazu geben können. Wir haben dazu den mittleren und den rechten Brenner angemacht. Das heißt, wir werden ausschließlich direkt grillen. Man kann dieses Rezept also auch mit einem Grill ohne Deckel machen. Funktioniert auch. Und jetzt mache ich ihn auf und hole mir erstmal die Nackensteaks. Und hier ist ein Brenner und hier ist ein Brenner. Das heißt, eins werde ich auf die Seite legen.
Und das zweite werde ich über den Brenner legen, dass die Hitze kriegen, aber nicht zu viel Hitze. Ja, bei so einem Grill, die Napoleon-Geräte an sich haben auf der Sizzle-Zone richtig Power. Hier haben sie auch Dampf, aber das sollte funktionieren, dass uns nicht die ganzen Gewürze verbrennen. Schauen wir mal. Und jetzt heißt es abwarten. Wir können jetzt den Deckel offen lassen. Ich werde ihn dennoch schließen, einfach um die Hitze ein bisschen besser noch im System zu speichern. Und jetzt werden wir erstmal 3-4 Minuten von jeder Seite und dann immer mal drehen und wenden, wie man das von Nackensteaks so kennt. Machen wir ein Foodporn-Video jetzt? Ja, machen wir. Da muss ich nicht mehr so viel reden, weil jetzt passiert nicht mehr viel außer drehen und wenden und grillen, 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 bis es irgendwann durch ist. Dann sag den magischen Satz. Foodporn ab. Also es fängt jetzt an zu regnen, deswegen schneide ich Dinge an, ohne lange drüber nachzudenken und zu reden. Ihr seht, sie sind fertig. Verbrannt ist da eigentlich großartig nichts. Es sind klar Röstaromen dran. Ist schon dunkler Rand, aber. Aber das, ich denke mal, man kann es ganz gut essen. Ja. Ein Tipp, schneidet schön tief ein, drückt schön tief hinten rein, dass es vorne überlappt. Oder nehmt euch Spieß und macht zu, weil den Grill können wir jetzt nämlich kernsanieren. Genau, den schmeißen wir einfach weg. Genau. Nein, Quatsch. So, Mann, schneiden wir mal rein. Guck dir das an, du, hier. Gib mir mal her, so ein Lümmel. Da schneidet sich hier immer eins zurecht, du. Ich bin richtig heiß gerade. Komm. Sieht sehr lecker aus. Riecht sehr lecker. Alter Schwede. Cordon bleu. Mal anders. Ja, mega zart auf dem Flanksteak. Voll geil. Richtig geil. Alter, das ist doch geil mit dem Käse. Der Preis, diese Süße da drin ist ja Weltklasse. Mega einfach, mega schnell und deutlich geiler als ein Standard-Langsteak. Ja. Also, und ganz wichtig, ihr braucht nicht mal einen Deckel auf dem Grill. Das war ein Magic Moment, Mann. Kurz bevor man Schiss hat. Bei so anzüglichen Videos, da dreht es bei mir dann durch. Ne? Ja. Also bis zum nächsten Mal. Das war doch gerade wieder peinlich. Ne? Ja. Sind die beiden schwul? Du bist mir immer peinlich.